Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ich habe am Wochenende noch ein zweites Mal Eternals geschaut und dabei ist mir, besonders in Bezug auf eine der Post-Credit-Scenes, ein interessanter Gedanke gekommen, den ich tatsächlich auch schon von einigen von euch per Instagram zugeschickt bekommen habe und deswegen dachte ich, okay, ich mache da nochmal ein Video zu, denn die Eternals könnten möglicherweise unsere komplette Sichtweise auf Thanos verändert haben und auch seine Geschichte für das MCU an sich. Doch bevor ich darauf eingehe, gibt es natürlich eine dicke, fette Spoilerwarnung. Also wenn ihr Eternals noch nicht gesehen habt, ist es vielleicht nicht ganz das richtige Video für euch. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Fine. I'll do it myself. Fangen wir kurz mal mit den wichtigsten Fakten an, die uns Eternals gegeben hat. Wir haben auf der einen Seite jetzt wirklich diese Celestials und die Celestials haben erst die Deviants erschaffen und dann die Eternals, weil die Celestials neue Celestials in Planeten aufwachsen lassen. Und damit diese Celestials in diesem Planeten gut versorgt werden, brauchen sie intelligentes Leben. Und dieses intelligente Leben sollte erst durch die Deviants geschützt werden. Die entwickelten sich dann aber selbst weiter und wurden zu einer Bedrohung, weswegen die Celestials dann die Eternals erschufen. Und die Eternals sind also nichts anderes als eine Art Schutzprogramm, um sicherzustellen, dass der Celestial in dem Planeten wirklich genug Energie bekommt, um am Ende aus diesem Planeten herausbrechen und ein neuer, vollwertiger Celestial werden zu können. Und dieses Problem haben wir jetzt auch in Eternals auf der Erde. Die Erde ist nämlich die Brutstätte für den Celestial Tiamut und die Eternals jetzt müssen irgendwie verhindern, dass der aus der Erde ausbricht, weil sie sich eben doch gegen ihre Programmierung wehren, die ihnen Arishem, der Schöpfer der Eternals, eingebläut hat. Am Ende funktioniert das natürlich, Tiamut wird eingefroren und das war's dann. Aber jetzt wird es tatsächlich interessant, weil wenn wir dann in die Post-Credit-Scene gehen, da lernen wir ja das erste Mal Eros aka Star Fox kennen. Und der stellt sich als Eternal vor und auch als Bruder von Thanos. Und damit bekommen wir zwei Fakten über Thanos, die wir so vorher noch nicht hatten. Erstens, Thanos ist tatsächlich ein Eternal, sprich theoretisch muss er ja dann auch von Arishem erschaffen worden sein oder von irgendeinem anderen Celestial. Und zweitens wirft das die Frage auf, wusste Thanos vom Plan der Celestials? You're not the only one cursed with knowledge. Aus den Comics wissen wir natürlich auch, dass Thanos ein Eternal gewesen ist, nur eben, dass er einen Gendefekt hatte, weil er auch dieses Deviant-Gen in sich trägt und deswegen wurde er ja auch von seiner Mutter nicht angenommen, die hat ihn ja sogar verstoßen, wollte ihn sogar töten und nur sein Bruder Eros war eigentlich der wirklich vollwertige Sohn von den beiden Eternals Mentor und Sui-San. Und selbst das wirft uns schon vor ein Problem. Können sich Eternals wirklich fortpflanzen, wenn sie doch am Ende eigentlich nur Roboter sind, die ein Programm verfolgen. Wie kann es also sein, dass Thanos einen Bruder hat? Wie kann es dann also sein, dass Thanos natürlich auch Mutter und Vater hat? Gibt es im MCU jetzt nochmal eine Unterscheidung zwischen Eternals oder was ist hier der genaue Plan? Denn wenn die Eternals nur dafür erschaffen worden sind, darauf zu achten, dass ein neuer Celestial geboren werden kann, wo kommt dann Thanos und Co. her? Wir können da natürlich so ein bisschen in Richtung der Comics gucken. Es gab ja irgendwann mal einen Bürgerkrieg zwischen den Eternals, woraufhin eine Gruppe von Eternals eine neue Kolonie auf dem Titan aufbaute. Theoretisch könnte man jetzt hier auch davon ausgehen, dass Thanos und seine Familie irgendwann tatsächlich auch Arishem gehorchten und ähnlich wie unsere Eternals jetzt mitbekamen, was eigentlich der Plan der Celestials ist und sich genau wie unsere Eternals jetzt dagegen gewehrt haben. Das könnte dann wiederum auch erklären, warum ein Thanos versucht hat, alle Infinity-Steine zusammen um die Hälfte allen Lebens zu vernichten. Könnte er damit möglicherweise gegen die Celestials gearbeitet haben? Wir erfahren ja auch tatsächlich im Eternals-Film, dass durch den Thanos-Snap diese Emergence, also das Aufsteigen von Tiamut, verhindert wurde, eben weil es natürlich sehr viel weniger Energie für ihn gab, die er nutzen konnte, um aus seinem Ei-Schrägstrich aus der Erde herausbrechen zu können. Erst durch all das, was die Avengers in Endgame gemacht haben,
kamen ja wieder alle Menschen zurück. Dadurch gab es dann auch wieder mehr Energie für Tiamut. Und das bringt uns ja dann zu den Ereignissen aus Eternals. Sprich, theoretisch könnte man wirklich davon ausgehen, dass Thanos, der ein Eternal ist, vom Plan der Celestials wusste und dass er deswegen versucht hat, die Infinity-Steine zu sammeln, um die Celestials aufzuhalten. Natürlich könnte man hier argumentieren, dass Thanos das nicht ganz aus gutmütigen Gründen gemacht hat, sondern weil er vielleicht auch einfach so machtversessen darauf war, stärker zu sein als die Celestials. Und um die eben aufzuhalten, hat er halt die Infinity-Steine gebraucht, um einfach die Energiezufuhr für die wachsenden Celestials zu unterbinden. Allerdings scheint es nicht so ganz der Fall zu sein, wenn wir uns das Ende von Infinity War anschauen. Da sehen wir ja einen Thanos, nachdem er seinen Snap durchgeführt hat, wie er friedlich und in Ruhe in seiner kleinen Hütte da hockt und den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang beobachtet. Er scheint sich hier jetzt auf diesem Planeten damit abgefunden zu haben, dass er seinen Plan erfüllt hat. Und dieser Plan könnte halt wirklich sein, die Celestials aufzuhalten. Gerade diese letzte Szene aus Infinity War könnte wirklich Bände dafür sprechen, dass Thanos der eigentliche wahre Held im MCU gewesen ist. Nur dadurch, dass die Avengers nicht alle Informationen hatten, so wie wir sie jetzt nach Eternals haben, mussten sie natürlich alles daran setzen, den Thanos-Snap wieder rückgängig zu machen. Und theoretisch sind so die Avengers selbst dafür verantwortlich, dass die Celestials überhaupt hier wieder auf den Plan gerufen werden, weil es eben wieder möglich war, neue Celestials überhaupt erschaffen zu können. Also diese Post-Credit-Scene mit Eros und Starfox und der Tatsache, dass wir jetzt wirklich die Bestätigung haben, dass Thanos auch im MCU ein Eternal ist, ist wirklich etwas wahnsinnig, wahnsinnig Spannendes. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch fragen, in welcher Art und Weise steht Starfox selbst noch zu den Celestials? Man sieht ja auch in der Post-Credit-Scene immer noch, dass er diese kleine goldene Kugel hat, mit der er Kontakt zu dem Celestial aufbauen kann, der ihn erschaffen hat. Könnte es also sein, dass Starfox hier vielleicht tatsächlich immer noch für die Celestials arbeitet? Möglicherweise ist das dann hier irgendwo auch der Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder Thanos, weil Thanos tatsächlich gegen die Celestials gearbeitet hat, während Eros aka Starfox immer noch für die arbeitet. Und das könnte wiederum auch bedeuten, dass Starfox jetzt die Eternals Makari, Druig und Thena in eine Falle lockt, weil er sagt ja, ich weiß, wo eure Freunde sind und sie sind in Gefahr. Theoretisch könnte er sie jetzt also auch wieder zu den Celestials bringen und sie damit wirklich selbst auch in Gefahr bringen. Aber wie gesagt, am spannendsten finde ich tatsächlich die Möglichkeit, dass Thanos wirklich ein absolut Guter gewesen ist, der natürlich sehr, sehr harsche Mittel benutzt hat, um seinen Willen hier durchzusetzen. Aber gleichzeitig könnte man jetzt halt wirklich davon ausgehen, dass ihm das Wohl der Galaxie an erster Stelle stand und er wirklich gegen die Celestials vorgehen wollte. Und da kommt dann halt wirklich Starfox ins Spiel. Da wird man uns dann hoffentlich in einem zukünftigen Film in Guardians of the Galaxy 3 oder in einem Eternals 2 mehr dazu erzählen können, wie er jetzt wirklich zu seinem Bruder stand, wie es überhaupt sein kann, dass ein Eternal einen Bruder haben kann und wie diese beiden selbst damals aus dem Griff der Celestials entkommen sind und jetzt hier quasi als eigenständige Kreaturen durchs All reisen. Ihr seht also, es steckt doch noch ein bisschen mehr in dieser Post-Credit-Scene als ursprünglich gedacht. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie steht ihr zu dieser ganzen Theorie, dass Thanos möglicherweise den Plan der Celestials kannte und das verhindern wollte? Oder seht ihr das doch ganz anders? Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin? Schreibt mir bitte all das in die Kommentare. Und für mehr zu den Post-Credit-Scenes von Eternals schaut einfach nochmal dieses Video.